Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Aus der Uni. Wir haben lange nach dieser Location gesucht, aber hier ist schön ruhig, windstill, keine Leute. Ich habe das Interview hier mit dem Kollegen jetzt. Check das Video von gestern ab, der Quest Day, da war er unterwegs. Wir waren zusammen unterwegs, könnt ihr gerne abchecken. Ansonsten jetzt das Interview als Gegenstück zu dem Interview, das ich letztens geführt habe. Ist gut angekommen mit dem Kollegen Carnifex, aber der Kollege hat natürlich eine Menge reingecashed. Wobei, es gab gar nicht so viel Kritik darüber. Hab mich gefreut, dass ihr euch da nicht drauf aufgehangen habt. Und jetzt, im Gegensatz dazu, haben wir hier den Kollegen. Und der ist komplett free to play. Und seine Statistik ist krass. Das ist einer dieser Klassen aus Twitter, mit denen ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr zu tun habe. Möchtest du dich vorstellen? Ja, hallo erstmal zusammen. Ich bin der Tim. Ich spiele als TZ Pokémon 98. Und freue mich jetzt auf das Video. Auf das Interview. Und bin gespannt, was ich Fragen zu stellen hat. Bin ich auch. Ja. Weiß ich selber noch nicht so genau. Wir haben ja angefangen mit den Statistiken. Hast du da ein paar parat für uns so, um so ein Bild zu schaffen? Ja, also ich grinde jetzt verschiedene Sachen. Zum einen Fänge sind mir sehr wichtig. Ja, sehr wichtig. Zudem kommen noch Kilometer, die kommen halt so echt nebenbei, aber die... Warte. Zu den Fängen vielleicht möchtest du die Anzahl sagen? Wenn ich hier natürlich dann irgendwie mein. 337.751. Das ist einfach so das Doppelte von meinem. Heftig. Die Frage jetzt natürlich, wie? Wie hast du so viele Fänge geschafft? Ja, also natürlich investiere ich dementsprechend viel Zeit. Ja, okay. Und ich lege mir auch eine Runde zurecht, wo ich einfach weiß, hier sind viele Fänge. Zum Beispiel Augsburg Innenstadt, da kann man einmal 10 Minuten durchlaufen und hat locker 40, 45 Fänge in diesen 10 Minuten drin. Und da muss ich eben eine Runde schauen, wie ich sie erweitere. Okay. Suche mir natürlich weiterhin Orte, wo spawnt viel, auf deinen Straßen spawnt viel. Und eben meine Runde ist auf Fänge ausgelegt. Oh, okay. Also so, dann schaue ich, dass ich es schaffe. Also wenn ich gut unterwegs bin, mich auf die Fänge konzentriere, sind 140 bis 150 pro Stunde gut machbar in Augsburg. Auch in meinem Ort habe ich die Runde soweit zurechtgelegt, also wo ich wohne, sind 30 Kilometer von Augsburg. Schaue ich auch, dass ich so knapp 100 Fänge die Stunde, sind auch da machbar. Und auf jeden Fall immer, was ich auch mache, ist ein gutes Tempo laufen. Klar, wenn ich mehr laufen kann, komme ich an mehrere Spawnpunkte hin, kann ich mehr Fänge machen. Verstehe. Und wie viele Fänge machst du da so am Tag und wie sieht es da so aus mit, beispielsweise mit dem Cap und so? Ja, also Cap erreiche ich nur, wenn ich jetzt mal nicht arbeiten muss, dann geht die Cap. Okay. Da fahre ich in der Regel auch immer nach Augsburg rein zum Spielen. Da. Man schafft einfach doch gut mehr in der Großstadt, als in der 9100 Kernstadt. Cap ist... Ja, ab und zu bin ich eben schon betroffen gewesen davon, auch mit der neuen, mit den 7.007 Tagen. Ja, ist eben, wenn man 7.000 eben hatten, kommt das Limit davon. 1.224 Stunden und erst wenn das voll ist, flüchtet alles. Mit Cap spiele ich dann eigentlich nicht mehr wirklich, das macht auch nicht wirklich Spaß. Ja. Nachdem ich ja nur Verkehr oder ausgelegt bin, Quests machen auch eher schwierig dann. Ich schaue dann eventuell vielleicht so einen Raid zu machen oder halt auch traden, wenn es möglich ist. Und ansonsten breche ich halt ab, wenn es nicht mehr geht. Alles klar. Ja, dann vielleicht eine andere Statistik. Weil Quest zum Beispiel bist du ja recht aktiv. Quest bin ich recht aktiv, genau. Bin ich jetzt bei 14.398. Quest, es lässt sich gut mit dem Fang auch kombinieren einfach, Quest zu machen. Auch eine Runde suchen, wo auch viele Fänge und auch Stops eben vorhanden sind. Muss man so ein Gleichgewicht finden, manchmal sind wirklich mehr Stops und auch weniger Fänge sind. Da suche ich mir immer ein Gleichgewicht, dass ich sowohl Fänge als auch Quests gut machen kann. Okay. Muss man eben immer schauen, wie es sich lohnt. Manchmal ist auch von der Zeit her, muss man eben schauen, wenn man die Runde eben etwas erweitert, vielleicht mit 5 Stunden, ein paar Stops mehr zu bekommen, um die Quests eben da zu machen. Es ist ja auch immer, die Spawns sind auch unterschiedlich zu den Zeiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe um 14.30 an der Stelle vorbei oder 14.45, schaffe ich da und da mehr Fänge in dieser Phase. Die Punkte muss man sich ein bisschen merken, wenn man seine Runde hat, wann der Punkt besser ist. Also du hast deine Route optimiert. So gut wie möglich, ja. Klasse. Okay, also der Grund erstmal, wieso er hier ist, der ist ja free to play. Vielleicht wollen wir darüber ein bisschen gehen. Wie viel EP hast du da momentan? EP? Ja. EP bin ich jetzt bei 181.489.000. Das ist mehr als ich. Und das ist komplett Free-to-Play. Du weißt ja, ich war auch eine Zeit lang, also eigentlich relativ lange Free-to-Play. Deswegen die Frage natürlich direkt erstmal, wieso? Ja, es ist so eine Sache, ich
abgemerkt, Free-to-Play, früher war es noch nicht so hart, war ich noch nicht so hardcore drin. Okay. Ich habe einfach, wollte kein Geld, ich habe noch nie Geld für irgendein Spiel ausgeben, das wollte ich dann beibehalten, habe gespielt. Irgendwann habe ich dann auch Level 40 erreicht gehabt, alles gut. Und dann, ich hätte jederzeit die Möglichkeit gehabt, was auszugeben, ja. Klar. Aber ich habe einfach nicht mehr gesehen, wieso. Ich bin jetzt bis zu Level 40 gekommen. Das war damals August 2017. Und ich wusste nicht mehr. Nach mir, April 2017 war ich. Ja, genau. Da. Also das weiß ich, du warst so vor mir. Und auf jeden Fall, dann habe ich nicht gesehen, warum soll ich Geld ausgeben. Ich habe 40 erreicht. Ich konnte 40 erreichen, ohne Geld auszugeben. Aber es hat das Spiel Spaß gemacht. Nachdem ich eben meinen Spaß hauptsächlich an Fänge habe, und so, da brauche ich kein Geld dafür, um Fänge zu machen, einen Kilometer zu laufen. Natürlich brüte ich nicht die Eier aus, mache wenig Raids, klar, aber ich brauche das nicht. Ich habe einen Spaß, wenn ich laufe, Fänge machen kann. Jetzt auch Quests, damals gab es die natürlich noch nicht, aber jetzt auch eben Quests. Und das ist so mein Spiel, was mir am meisten Spaß macht. Verstehe. Und fühlst du dich da manchmal benachteiligt im Gegensatz zu anderen? Zum Beispiel bei legendären, IV-technisch oder sowas, ausbeutetechnisch? IV-technisch, man muss ja sagen, IV machen, fällt sich natürlich nicht so viel aus, den Unterschied. Von dem her, ich bin froh, wenn ich 90 plus habe. Okay, 93, genau. 96, wenn ich da eins habe, dann bin ich glücklich. Natürlich, wenn mehr kommen, nehme ich gerne. Okay. Ich habe jetzt bei ca. 600 legendären Raids. Okay. Und ich bin eigentlich soweit wirklich gut aufgestellt mit dem. Ich habe auch ein paar Hunderter dabei. Ja. Ich kann mich da recht glücklich schätzen. Okay. Mit den Hundertern. Und ich mir reicht auch zu einem 93er, dass ich halt einfach hochpushe. Das ist mir dann genug in dem Fall. Ich mache meine Raids, habe meinen Spaß mit den Raids. Und das reicht mir dann. Und wie sieht es dann shiny-technisch aus? Bei legendären zum Beispiel? Mir fehlt jetzt eigentlich nur Latias. Also okay. Ich habe alle, gut, Ho-Oh war getradet, habe ich nicht selber bekommen. Kyoke war anfangs auch getradet bekommen, habe aber auch selber noch eins bekommen. Und somit sind alle legendären vorhanden. Aber denkst du allgemein, also nicht nur auf dich bezogen, dass Leute, die nicht reinzahlen und nicht dementsprechend viel raiden, da dann einen Nachteil haben und weniger Shinies haben, oder ist das ausgleichbar? Ja, es ist natürlich schwieriger, ein Shiny zu bekommen, wenn man jetzt eben nicht läuft. Man hat natürlich zum Beispiel nicht nur seine 100 Raids, sondern ich sag mal so, wenn jetzt das Tick 2 Wochen da ist, wenn man gut raidet, hat man 20 Raids, vielleicht auch 30, wenn man sich Pässe angespart hat. Klar, wenn es dann nicht klappt, dann kannst du eben nicht erzwingen mit noch mehr und mehr Raids. Ist halt dann schon abhängig, aber ich sag mal so, es ist jetzt, Shiny ist nett, das ist was Cooles. Zur Not kann ich mir auch schauen, ob mir vielleicht jemand eins tauscht. Ist jetzt auch nicht tragisch, wenn ich es jetzt nicht selber bekomme, sondern tauschen muss. Verstehe. Und ich mache mir da auch keinen Stress, wenn ich es dann wirklich gar nicht habe. Dann warte ich, bis es wieder kommt. Vielleicht habe ich dann Glück. In Raids erzwinge ich es einfach nicht. Gute Einstellung. Okay, du hast gesagt, du bist auch. Also 2017, September, bist du 40 geworden. Und wann hast du dann so angefangen, so richtig zu hart zu grinden? Also ich glaube, wenn es richtig angefangen hat, ich habe weiter gegrindet, habe weiter so meine Route gespielt, nicht weniger. Ja, aber damals warst du ja noch nicht auf so Optimum und sowas ausgesetzt. Nein, aber dann kam auch das Doppel-EP-Event, also dieses Travel-Event 2017, über November. Okay. Mit diesen Doppel-EP auf Entwicklungen. Hatte ich sogar recht wenig Zeit, aber habe es trotzdem irgendwie, da habe ich dann voll reingehauen. Okay. Bin dann irgendwie auf 8 Millionen in dieser Zeit gekommen. Es gab ja Raid, habe ich kaum gemacht, nach wie vor, aber halt Entwicklungen, Fänge. Ja. Da bin ich wirklich versucht, also mitzugehen, obwohl ich wenig Zeit hatte durch Arbeit. Aber dann habe ich weitergemacht. Winter, so gut es ging eben. Und ich wollte einfach dranbleiben, ich wollte immer mehr und mehr machen. Ich habe gesehen, man holt auf diese und diese jene Person auf, da gibt es überall diese Listen noch. Also wieder dieses Konkurrenzding. Dieses Konkurrenzding ist in mir auch drin. Ja. Verstehe, wie bei Kampf. Alles klar. Wie machst du das Coin-Management-mäßig? Also worauf gehst du? Was hast du zum Beispiel, ich rate immer, zuerst Boxen aufstocken auf Maximum und Beutel. Und dann dingtechnisch, also boxentechnisch, was interessiert dich da? Welche Box kaufst du da immer oder kaufst du Pässe einzeln oder was weiß ich, was ist da so deine Strategie? Also ich schaue, dass ich immer Coins anspare, aktueller Plan ist so,
immer genug Coins für einmal die große Box zu haben, okay, wenn sie gut ist. Mhm. Dann kann ich mir wenigstens die einmal holen, ausgeben. Ich schaue, was ich bevorzuge, sind Red-Pässe. Ich mache recht, also Großteil der Münzen geht durch in Red-Pässe rein. Also dann auch einzeln auf einen Pass? Wenn es mal sein muss, ja, okay, aber das versuche ich zu vermeiden. Ah, okay. So Boxen sind, okay, weil ich will auch Glückseier nebenbei noch, EP. Ja. Hauptsächlich eben so Freunde, weil da mache ich recht viel. Oder ja, so Lokmodule so interessieren mich zum Beispiel gar nicht. Ja. Brauche auch nicht. Brüter, ja, sind ein netter Bonus, aber ich würde Boxen lieber mit mehr Pässen, mehr Glückseier vor allem. Ja, verstehe. Von Beutelplatz her, da ist es für mich echt. Sieht recht mau aus. Oh. Pokébox zum Beispiel ist jetzt bei 1050 von 2000. Oh. Und mein alter Beutel, da fragen sich alle nicht, überhaupt damit klarkommt, der ist bei 550. Boah. Opa. Okay. Ich will mir zwar immer wieder denken, so, ja, da kann ich jetzt mal was kaufen, aber dann ist wieder so, die Box ist schon recht gut. Oh, klasse. Dann ist dann wieder die Box so. Und dann denke ich mir so, ja, dann komme ich sogar zurecht mit dem Platz, dann sind es halt noch weiter raus. Und das ist echt krass. Nicht schlecht. Und wenn, dann kaufe ich dann wieder die Pokébox größer, wie ich den Platz brauche, ist dann wieder eher der Fokus auf diese Box. Auch den Kollegen Carnifex gefragt, arbeitstechnisch, zeittechnisch, wie sieht da so dein Alltag aus, wie viel Zeit investierst du? Ja, es ist natürlich schon, ich sag mal, ziemlich extrem. Wenn man nämlich viel machen will, dann muss man viel investieren in der Freizeit. Meine Arbeitszeit sind 7 bis 16 Uhr. Ich gehe in der Regel halt auch erst um Mitternacht halb eins ins Bett. Okay. In der Regel stehe ich kurz auf 5 wieder auf. Und ja, über Arbeitsweg, den dehne ich dementsprechend ein bisschen aus. Vor allem Mittagspause auch eine kleine Runde eben dabei. Nach der Arbeit, so 40 Minuten, bis mein Bus eben kommt. Mhm. Da kann ich noch eine Runde drehen. Sind zwar kaum Stops, aber fängetechnisch komme ich dann ganz gut schon mal daheim an. Mhm. Wenn ich bloß daheim ankomme, drehe ich da auch noch eine kleine Runde. Das ist dann so der alte. Also allein der Arbeitsweg, dann knapp 10 Kilometer schon drauf und 200 Fänge. Das ist jetzt nur der Arbeitsweg. Ja, dann müssen wir daheim, ein bisschen daheim, vielleicht eine Stunde. Dann geht es natürlich schon wieder los. Ja. Dementsprechend komme ich auch von einem normalen Arbeitstag auch auf 500 Fänge in der Regel. Mach dann vielleicht 2 Stunden, gehe wieder kurz heim. Vielleicht dann nochmal eine Stunde oder so. Da habe ich dann auch meine 4-5 Spielstunden pro normalen Arbeitstag. Wenn ich Berufsschule habe, kann ich das, bin ich dementsprechend noch viel mehr unterwegs. Weil da bin ich direkt in der Aufgabe in Stadt. Verstehe. Dann nutze ich davor noch eine Stunde Mittagspause, danach noch 4-5 Stunden okay, heim und vielleicht da auch noch eine Runde. Ist natürlich von zeitlich dementsprechend intensiv. Ja. Die Zeit habe ich, soweit ich es machen kann, mache ich es. Wieder wie es sich einrichten kann. So wie ich es mir einrichten kann. Ja, es gibt andere Sachen, die natürlich auch im Leben da sind, aber wenn ich die Zeit habe, dann nutze ich die in der Regel zum Zocken. Nochmal zum Free-to-Play-Aspekt, also in-game-technisch willst du ja nichts ausgeben, aber was zum Beispiel mit so äußerlichen Faktoren, keine Ahnung, wie zum Beispiel Reisen oder GoPros oder sowas oder... Also Reisen, was weiß ja, ich. Dafür gebe ich natürlich schon Geld aus. Ich meine, es ist halt einfach eine Möglichkeit, um andere Leute zu treffen und einfach mal Safari zu machen. Man hat einfach die Möglichkeit, so viele Leute zu treffen und auch mal zusammen zu spielen, was eigentlich noch nicht möglich ist. Da kommen eben Leute aus Hamburg und sonst woher. Okay. Ist einfach mal was anderes. Klar, manche sagen, das ist nicht mehr Free-to-Play dann. Mhm. Aber wenn ich auch im Urlaub fahre, dann gebe ich auch Geld aus. Klar. Wenn ich dann da auch spiele, klar ist das wieder was anderes, aber im Endeffekt gebe ich auch Geld aus und spiele woanders. Ja. Rein, es ist, ich sage mal so, es ist theoretisch möglich, dass ich ja hinverweiche, die Stadt anschaue, ein bisschen Urlaub zu machen. Auch, ich sehe ja auch die Stadt, wenn ich dann da durchlaufe. Ich schaue mir alles an. Und in dem Sinne, Free-to-Play beziehe ich wirklich nur auf die In-Game-Käufe, Poké-Coins. Go Plus besitze ich keins. Mhm. Da, ich brauch's einfach nicht. Ich fange lieber selber alles. Okay. Ich komme soweit auf Community zurecht. Ich drehe eben hier schnell die Stops. Mit dem Fangtrick geht es ja auch ohne Go Plus recht sehr, sehr schnell. Aber auch ohne Fangtrick würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Aber jetzt einfach nur, weil du es nicht brauchst oder wegen dem Buy-Aspekt? Nicht wegen dem Ballaspekt, ich brauche es einfach nicht. Okay. Es ist schon so, dass ich es nicht brauche. Und irgendwie finde ich es auch ganz cool, wenn die Fangquoten recht hoch aussehen im Pokédex. Ich weiß nicht, das ist auch so eine Sache für mich. Mir gefällt es, wenn das einfach gut aussieht. Eigentlich fast jedes 90% plus Fangquote. Ja. Das
taugt mir eigentlich einfach auch. Okay, und was sind so jetzt momentan so deine Ziele? Ja, die Ziele habe ich mir jetzt auch banktechnisch eben das Jahr gesetzt auf 500.000. Dieses Jahr? Dieses Jahr. Wow. Ich schätze, es geht, wenn ich weiter so dranbleibe, dann wird das mehr. Aber mal schauen, wie es klappt. Questtechnisch schaue ich auch noch, dass ich auf jeden Fall um die 25.000 dieses Jahr stehe. Kilometer ist das nächste Ziel auf 20.000. Okay, wie fährst du da momentan? Ich bei 15.900. Okay. Ja. Also im Grunde kann man sagen, er hat einfach von jedem das Doppelte von mir. Ja, kilometertechnisch. Dann beste Freunde, schau ich auch, das ist auch ganz. Ah ja, genau. Glückszeittechnisch, wie machst du das? Wie viel hast du da immer zur Verfügung und worauf legst du da am meisten Wert? Ja, also Glückszeit sind wir jetzt aktuell nur bei Freunden eigentlich. Nur bei Freunden, okay. Und in der Regel auch mehr als einen. Ja. Damit sich auch lohnt. Ich habe auch viele Freunde einfach ohne Glückszeit gesammelt, auch beste Freunde, weil ich habe einfach nicht die Menge an Glückszeit. Ja. Aktuell stehe ich glaube ich wieder bei 3 Stück oder so. Okay. Ich nehme mir die eben auch in der Regel nur durch die Boxen dann mit. Verstanden. Weil irgendwann müssen. Ich muss wirklich schauen, wie ich mir die Coins in die Hand habe, aber es geht. Ja. Auf jeden Fall. Dann habe ich halt mal kein Glücksrad, dann bei 100.000 auch eine riesige Menge, ja, dann gehe einfach mal so. Ja. Auch wenn ich dann mal kein Glücksrad anhabe. Und das mit jedem zu koordinieren ist auch manchmal schwierig, auch mit Japanern oder so. Es ist nicht einfach. Ja. Die sammeln dann halt einfach mal, die kann man nicht so einplanen, wenn man das selber unbedingt braucht, aber das stört mich dann auch im Endeffekt nicht. Hab dann immer 100.000 EP. So mache ich auch sehr, sehr viele EP. Freude. Ohne Freude wäre ich wahrscheinlich nicht bei 150. Das ist wirklich extrem, was ich kriege. Wie viele beste Freunde hast du? 134. Oha! Toll. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Krass. Okay, dann meine Frage noch. Wenn du rein cashen würdest, denkst du, du hättest zum Beispiel mehr als Carnifex? Direkter Shoutout an dich. Wow. Denkst du, du wärst. Das würde dich nochmal boosten oder denkst du, das würde nicht so einen großen Unterschied machen? Ich weiß nicht, ob es so einen großen Unterschied machen würde, weil mein Spiel besteht eben hauptsächlich auf Spec und nicht auf Straight. Weil wenn ich dann reincashen würde und EP-technisch gar nicht mehr solche überholen würde, dann müsste ich Raid-Turn machen. Okay. Sonst sehe ich da keine Chance. Weil ich nehme auch für Entwickler oder so, ich nehme auch Franken-Kicksack, aber selbst dann, ich würde diese Raid-Turn nicht machen können, wollen. Okay. So eine Sache. Du bleibst bei deinen Fängen lieber. Ich bleib da lieber bei meinen Fängen, bei meinen Quests. Verstehe. Das, da eben vielleicht auch mal ein paar Hunderter ab sind bei Quests, das macht Spaß. Aber so ich glaube eben nicht. EP-technisch wäre ich nicht. Okay, das ist interessant zu hören. Sehr interessant. Ja, dann war es das glaube ich auch schon wieder. Hast du vielleicht da eine Nachricht an alle Zuschauer? Vielleicht einen Tipp als Free-to-Play? Ja, also wenn ihr Free-to-Play seid und überlegt reinzucashen, überlegt es euch gut. Free-to-Play ist eigentlich eine schöne Sache. Man hat eben Geld für so viel anderes. Und es geht ohne. Ihr müsst kein Geld ausgeben für das Spiel. Klar, wer Geld ausgeben will, macht es. Das ist ein Hobby, dafür kann man Geld ausgeben. Auch mal gern mehr. Aber wenn ihr es nicht machen wollt, dann macht es nicht. Es geht. Okay, zu diesem Statement ist mir noch eine Frage eingefallen. Und zwar der Aspekt des Supports. Ist ein Spiel, das du liebst oder magst. Und manchmal gibt man ja auch einfach nur Geld aus, um irgendwas zu supporten. Weißt du, was ich meine? Ja. Wie stehst du dazu? Kann man natürlich auch machen, klar. Wenn mir was gefällt, dann unterstütze ich das. Kann man das auch unterstützen, klar. Aber klar könnte ich das jetzt auch wieder machen, durch Support, weil mir das Spiel gefällt, aber ich bleibe natürlich jetzt dabei. Ja, du bist schon committed, ich weiß schon, du bist zu lang. Ich kenne das, Wenn man da so, wenn man so lange Free-to-Play ist, dann ist man Free-to-Play, dann will man auch nicht anfangen. Ja. Also könntest du dir das nie vorstellen? Dass irgendwann mal was kommt, was wo du sagst, okay. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Okay. So Leute, noch ein kurzer Nachtrag. Eine Statistik, auf die der Kollege noch großen Wert legt, sind seine Entwicklungen. Ja, also Entwicklungen ist natürlich auch noch dabei. Kommt natürlich auch zu den EP. Da mache ich sehr, sehr viel. Auch wenn das großteils ohne Glücksteil ist, was ich entwickle. Ja, ich auch. Und ja, also noch zur Ergänzung, da stehe ich jetzt bei 49.000. Ich peile jetzt die 50.000 eben an demnächst. Mal schauen, wie schnell es geht. Bombentechnisch sieht es knapp aus. Ja, das ist doch auch so eine Statistik, auf die ich sehr, sehr großen Wert lege. Also im Vergleich, ich habe 28.000 und eigentlich lege ich auch da großen Wert drauf. Schon Respekt. Respektabel. Okay, noch eine Notiz, noch ein Beitrag. Genau wie bei Carnifex bei dem Interview.
wo wir die ganze Zeit aufhören wollten und mir noch eine Frage eingefallen ist. Und zwar arena-technisch. Ich meine, du machst wahrscheinlich die Arenen, weil du das Gold brauchst. Immer. Also da großen Wert drauf legst, dass du jeden Tag deine 50 Münzen kriegst. Münzen auf jeden Fall, ja, klar. Ja. Aber ich habe da jetzt eigentlich kein großes Problem. Ich arenentechnisch sehr, sehr inaktiv. Okay. Ich schaue nur, dass ich mich eben in ein paar Arenen setze, dass ich meine Münzen eben bekomme. Mhm. Aber Arena-Kämpfe zum Beispiel, ich habe noch nicht mal 10.000. Okay. Ich habe eine Arena, da wo ich drin sitze, um Bären zu füttern und also, Münzen zu bekommen. Ja. Aber ich Arena, so will ich 20 Arenen konsequent einnehmen. Nein. Okay. Also es macht mir auch wirklich keinen Spaß großartig. Ich konzentriere mich, wie gesagt, lieber auf die Fänge, lieber aufs Questen. Ja. Also auch nicht sowas wie Gold-Arenen oder sowas. Nee, also ich habe jetzt auch Gold-Arenen habe ich jetzt auch 52 oder so in dem Dreh. Ist jetzt auf jeden Fall nicht das, auf was ich Wert lege in dem Spiel. Ja. Und ich meine, wenn jemand so viele Fänge hat, hat er ja natürlich auch eine Menge Staub. Ja. Was machst du da? Pushst du da? Keine Ahnung, was pushst du da so alles? Ja, ich pushe mir eigentlich großteils nur Sachen, die ich wirklich brauche. Okay. Also ich habe recht viel rumliegen noch. Ja. Und ja, also ich pushe mir eben ein paar Legendäre eben hoch, die gehen, Despotar und so, habe ich mir ja 6-12 Stück eben jeweils. Von den Sachen pushe ich mir eben dann das ganze Zeug hoch, aber es liegt halt auch dementsprechend noch viel Staub rum. Okay. 20 Millionen liegt noch bei mir. Oh mein Gott. Nicht schlecht. Was ich damit alles machen könnte. Noch eine Frage, und zwar PvP-mäßig. Wie findest du das und interessiert dich das? Legst du da großen Wert drauf? Also PvP ist jetzt auch nicht wirklich mein Interesse. Okay. Ich schaue, dass ich meine täglichen Kämpfe mache, dass ich ein paar Pokémon dafür habe, die wohl gut geeignet sind, sodass ich eben vernünftig kämpfen kann, die paar Kämpfe eben, aber wirklich Fokus lege ich jetzt auch nicht drauf. Also Kämpfen allgemein ist eher uninteressant, ja. Dann noch eine Frage. Als Free-to-Play-Spieler von der Perspektive, was würdest du gerne sehen? Weil die meisten Events, Niantic legt ja schon einen großen Fokus auf Reincashen und die Boxen kaufen und sowas. Ja. Was würdest du da gerne so, also welche Events gefallen dir da eher? Mir gefallen vor allem die Spawns-Events. Also wenn jetzt andere Spawns da sind, zum Beispiel Gescheins-Event oder so. Ja. Vielleicht hier und da zwei neue Shiny in der Wildnis, das gefällt mir immer ganz gut, weil da kann ich rausgehen und die Fänge machen und versuchen die Shinies zu bekommen. Ja, also das ist eigentlich so die Events, Spawn. So Raid-Events, für das Kampf-Event, das war, klar waren auch ein paar Spawns da, aber wenn das war halt wirklich rein auf Raids basierend, zum Beispiel, das ist dann ja nicht ganz so meins. Okay. Aber auf jeden Fall. Eben genau die Events, wo man eben nicht so viele Raypässe oder auch Hutmaschinen jetzt braucht, wo auch mehr auf Fänge gelegt wird. Fänge, okay, verstehe. Das sind so die Events, die mir gefallen. Dann bedanke ich mich beim Kollegen. Bedanke mich auch. Twitter ist unten verlinkt, schaut's vorbei. Schaut's allgemein auf Twitter vorbei. Folgt mir und folgt den ganzen Leuten auf Twitter, die da recht aktiv sind. Das ist eine coole Community. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Folgt ihm auf Twitter. Check den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.